Man könnte frei nach Hubert von Goisern sagen, wir horzen den Warzen, bis uns der Hut brennt. Und die österreichische Bevölkerung ist offensichtlich auch dieser Meinung, darum ist das ein Hit geworden. Es kann nicht sein, dass wir Lebensmittel primär verspritten. Wir haben nicht genug Getreide in Österreich frei zur Verfügung für die Ethanolerzeugung. Das heißt, diese ganze Produktion von E10 und diese Erhöhung dieser Beimischungswerte wird auf Basis von Importen geschehen. Und das lehnen wir entschieden ab. Ich kenne das Lied, ich finde es wie viele Lieder von Hubert von Goisern sehr gut. Und das, was er aufzeigt, gilt sicherlich weltweit. Dass es weltweit, wo es hungernde Menschen gibt, keinen Sinn hat, wenn im Urwald gerodet wird und Biotreibstoffe erzeugt werden, die über tausende Kilometer dann hergebracht werden. Das lehne ich ab. Da teile ich seine Meinung. Aber ein gewisses Potenzial haben wir in Österreich und in Europa, das wir nutzen müssen. Denn die wenigsten beantworten die Frage, wie reduziere ich im Verkehr die schädlichen Treibhausgase? 10% Bioethanol sollten dem Benzin beigemischt werden, um die schädlichen Treibhausgase zu verringern. Jetzt wird langsam deutlich, dass die Kohlendioxideinsparungen weit geringer ausfallen als ursprünglich angenommen. Eine Nachhaltigkeitsstudie der Universität für Bodenkultur in Wien kommt gar zu dem Schluss, dass die Beimengung von Ethanol unter Umständen zu höheren Emissionen führen könnte. Wenn wir Entwaldung und so weiter nicht berücksichtigen, kann man Treibhausgasemissionen einsparen im Bereich von 30-50% der Emissionen, die ausgestoßen würden, würde man stattdessen Benzin verwenden. Nimmt man jetzt die Emissionen dazu, die durch solche indirekten Effekte global entstehen können, wie eben Entwaldung in klassischerweise Brasilien oder Indonesien, dann sind die Treibhausgaseffekte entweder so gut wie null, also man hat keinen positiven Effekt, oder es entstehen sogar mehr Emissionen, als wenn man Benzin verbrennen würde oder Diesel. Vorrang für den öffentlichen Verkehr, also den massiven Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel und auch mehr Elektromobilität. Auf das setzt die Verkehrsministerin, um die Treibhausgasemissionen effektiv zu reduzieren. Die geplante österreichweite Einführung von E10 im nächsten Jahr ist für Doris Bures noch nicht fix. Ich habe eine ganz aktuelle Stellungnahme auch mit von der OECD, von der Weltbank, vom Internationalen Währungsfonds, von der UNO und von der Weltgesundheitsorganisation. Und die sagen unisono, dass die Regierungen jene Maßnahmen vermeiden sollen in Zukunft, die in irgendeiner Form die Produktion oder den Verbrauch von Biosprit unterstützen, weil es dazu führt, dass weltweit die Lebensmittelpreise in die Höhe gehen. Das trifft nicht nur Getreide, sondern auch die Zuckerpreise und die Folgen, die kennen wir. Aus 2,4 Kilogramm Kokorutz kann man einen Liter Alkohol erzeugen. Bei einer Beimischung von 10% würde das bedeuten, dass für eine 50-Liter-Tankfüllung etwa 12 Kilo Mais benötigt werden. Von 12 Kilo Mais kann sich ein Mensch lange ernähren. Der ÖVP-Umweltsprecher hat kein Problem damit, Lebensmittel zu Treibstoff zu verarbeiten. Letzten Sonntag war im Evangelium die Stelle, wo die Jungfrauen mit dem Öl in der Lampe auf den Bräutigam gewartet haben. Leute in den Kirchengängen haben das gehört. Das Öl war Olivenöl oder ähnliches Öl. Und es ist in der Menschheitsgeschichte normal, dass ein Teil der Produktion Ernährung, ein Teil Futter und ein Teil Energie ist. Acti Brot. So heißt dieses eiweißhaltige Futtermittel, das als Nebenprodukt bei der Bioethanolerzeugung gewonnen wird. Hergestellt wird es aus der sogenannten Schlempe, die in einem eigenen Verfahren getrocknet und aufbereitet wird. Rund 180.000 Tonnen gentechnikfreies Tierfutter erzeugt die Agrana pro Jahr. Vor allem Rinder werden damit gefüttert. Für Landwirtschaftsminister Berlakovic ist dieses Eiweißfuttermittel ein Grund mehr, E10 wie geplant im Oktober 2012 einzuführen. Es werden nach wie vor Futtermittel, zum Beispiel auch aus Südamerika, importiert. Und damit können wir Futtermittelimporte reduzieren bis zu 180.000 Tonnen. Ein Nebenprodukt der Biotreibstoffproduktion. Und das macht einen Sinn. Da wäre es viel effizienter, gleich Eiweißfuttermittel anzubauen. Das wäre ein Beitrag zum Klimaschutz, zur Fruchtfolge, zu einer Biodiversität in Mitteleuropa und würde uns unabhängiger machen. Das wäre die richtige Strategie. Jeder weiß, dass das Gönnen auf der Wiesn wächst und essen kann man es auch nicht. Die Ruhe um den Kugelrutsch und wann man langsam.